Okay. So, als nächstes sollen wir jetzt wohin? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Bla, haha. Ja, Sakarnia, bla. Ich habe mit den Geistern gesprochen und erfahren, wo mehrere Teile Rüstung aufgebaut sind. Ich sollte hier zurückkehren, wenn ich sie gesagt habe. Okay. Hat mir gesagt, dass sich die Handschuhe des Kreuzers in der Kapelle von Stendern Korol befinden. Ich muss dort reisen und herausfinden, wie ich sie für mich gewinnen kann. Gucken wir mal auf der Karte, reisen wir zum Nordtor und laufen dort zur Kapelle und gucken, wie wir die mal hochheben können. Handschuhe, was war das? War das. Nee, das waren die Schuhe, ne? Ja. Gleich sehen wir die Handschuhe oder so. Ich habe neulich ein paar Schlammkrabben am Wasser gesehen. Schlammkrabben? Ich habe einen großen Bogen um die Viecher gemacht. Oh, Angst habe. Ich kann den Anblick dieser Biester nicht ertragen. Ich kann den Anblick von dir nicht ertragen. Oh. Ziemlich düster, ziemlich düster. Wow. Da ist die Kapelle. Ich glaube, kommen sie über sie. Jo. Kapelle vor allem dann. Nur kleine Kapelle, ne? Willkommen, komm. Korol. Nein. Handschuhe des Kreuzers. Oh, die Dinger. Darüber müsst ihr mit Arel durchsprechen. Oh, die Dinger da. Komischen. Lora, nein. Areldur. Was führt euch hierher, mein Sohn? Ich bin nicht dein Sohn. Ah ja, die Handschuhe liegen seit einer Ewigkeit hier. Ich kenne die Geschichte nur in ihren Grundzügen. Heutzutage stellen sie eher eine Kuriosität dar. Heute befasse ich mich mit den Handschuhen höchstens, indem ich Halbstarke, die sie aufzuheben versuchen, vor der Verletzungsgefahr warne. Weshalb interessiert ihr euch dafür, wenn ich fragen darf? Geht euch nichts an. Nein, um sie zu holen. Das ist leider völlig unmöglich. Sie lassen sich nicht bewegen. Kein Stück. Als Doch. Wären sie das Schwerste auf der Welt. Kennt ihr die Geschichte dahinter nicht? Ich bin nicht mit allen Einzelheiten vertraut, aber ich weiß in etwa, was geschah. Das ist, ja, okay. Nun, alles weiß ich nicht. Vor vielen Jahren hat ein Ritter des alten Ordens etwas Schreckliches getan. Dabei fielen ihm die Handschuhe von den Händen. Sie fielen zu Boden und keiner konnte sie aufheben. Ich glaube, das war ein Zeichen des Fluchs, den Stendar diesem Ritter auferlegt hat. Dieser Fluch besteht sogar noch heute fort. Der arme Kellen. Was für ein Kellen? Ist eine Kelle? Was? Oh, er ist der Nachkomme jenes Ritters von vor so langer Zeit. Der Fluch hat all die Jahre auf seiner Familie gelastet. Er leidet jetzt darunter. Inwiefern? Er kam aus Hammerfell hierher auf der Suche nach einem Heilmittel. Aber, ach, nun ja, ich glaube, man kann gar nichts für ihn tun. Womöglich weiß er mehr über die Geschichte als ich. Vielleicht solltet ihr mit ihm sprechen, wenn er sich nicht zu schlecht fühlt. Dann suchen wir mal Kellen. Fragt Kellen nach dem Fluch. Kellen. Ich glaube, der war hier irgendwo unten. Kapellraum. Keine Ahnung. Mal gucken. Lag. Wir müssen hier aber irgendwo sehen. Hallo, Kellen? Kellen? Hallo? Hallo? Kellen? Kellen? Da, Kellen. Was ist? Gibt es ein Heilmittel? Hat Areldo ein Mittel entdeckt? Das ist ich hier weiß, ein. Dass er mir etwas verheimlicht. Rotanone. Ich wollte jetzt. Nein, wollte ich nicht. Nein. Hallo. Ihr habt sie gesehen, nehme ich an. Der einzige Beweis dessen, was vor so vielen Jahren geschah. Wisst ihr, dass ich dachte, ich könnte sie vielleicht aufheben? Dass der Fluch irgendwie gelöst würde, wenn ich sie nur aufheben könnte? Ich habe es stundenlang versucht. Bis mein ganzer Körper schmerzte und ich mich kaum noch bewegen konnte. Ich lag dort neben ihnen auf dem Boden und weinte. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich bin schon zu lange am Ende, um mich noch für irgendetwas zu schämen. Heulsuse, ey. Ha! Nein, das war ich jetzt nicht. Nein! Ach, davon habt ihr also gehört. Ein schrecklicher Fluch, der seit Menschengedenken auf der Familie lastet. Als ich jünger war, konnte ich damit leben. Es war nicht so schlimm, aber im Laufe der Zeit ist es immer schlimmer geworden. Ich bin hierher an den Ort des Geschehens gekommen, in der Hoffnung, etwas dagegen unternehmen zu können. Ich befürchte, dass mir sonst nicht mehr viel Zeit bleibt. Schön tot. Areldur hat mich aufgenommen. Hauptsächlich aus Mitleid, glaube ich. Aber da ist noch etwas. Ich könnte schwören, dass er mehr weiß, als er sagt. Okay.
Wollen wir mal fragen? Oh, nee, warte mal. Ihr seid wohl im Laufe der... Sprech mit ihm. Auf Wiedersehen. Wo ist die Tür? Da. Schön über den Tisch laufen. Wartet. Einmal schön über den Tisch laufen. Entschuldigung, meine Beine zucken manchmal. Areldur. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Wo ist er denn? Ich warte mal ein bisschen. So. Dann müsste er irgendwo hier auftauchen, hoffe ich. Wenn nicht, dann mal gucken. Ach. Ach, ach. Hallo, Areldur, Areldur, hallo, hallo. Nein. Ortus. Los. Ich warte nochmal. 2 Stunden. Oh. Hallo, was? Huch! Schreib ihn noch nicht so. Meine Güte. Wo ist er denn jetzt hin? Boah, dass er immer weglaufen muss. Unglaublich. Jo. Wie geht es euch? Nichts, Geule. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Versteckt sich immer in den scheiß Ecken. Es freut mich in diesen dunklen Zeiten. Hey, es ist, aber ich kann ihn nicht. Ich, der Fluch. Die ein. Ich. Er. Ja, der Sender. Oh. Was war das? Der Priester sagt mir, die einzige Möglichkeit, den Fluch sein, auch ich muss am Altar in der Kapelle beten, wenn ich den Fluch lösen will. Also. Ja. So. Boom. Hand auflegen. So. Dann nehmen wir ganz schnell mal. Hand auflegen. Laufen schnell nach unten. Nein, hier lang. Ich hoffe, Kellen hängt noch hier unten irgendwo und. Birds! Und er fliegt durch die Gegend und explodiert voll und überall Blut, Gedärme und Gehirnmaß. Ach nee, warte mal. Hand auflegen, stimmt, soll ich ihn heilen. Ich habe den Fluch einer von Kellen aufgehoben, indem ich ihn auf mich selbst genommen habe. Daher bin ich jetzt müde und meine Ausdauer ist beeinträchtigt. Nachdem der Fluch nun rückgängig gemacht wurde, kann ich die Handschuhe des Kreuzritters aufheben. So. Ihr? Wie habt ihr? Mir geht's gut. Mir geht es gut. Ich fühle mich nicht mehr todkrank. Mir ist nach Laufen zumute. Geh ins nächste Bordell. Und trink was. Also, nicht das, was du denkst. Gut. So. Denken wir die mal. Oh. Durch den Fund der Kreuzer habe ich die Suche beendet. Alter. Gut, dann Handschuhe können wir direkt mal anziehen. Ist ja nix. Ja, wo ist denn jetzt wieder der Affe? Er ist natürlich nicht da. Doch, da ist er. Ich kann kaum glauben. Ich kann es auch kaum glauben. Mein Ausdauer ist beeinträchtigt, ist voll uncool. Als nächstes. Durch den Fund der Handschuhe. Nein. Sir hat mir erzählt, wo 10 Liter Streitkommen zu finden. Den können wir noch nicht machen. Ich muss die Festung Bulwark finden und den Shit. Nein. Ich wurde angewiesen, Königreich Schein im großen Forst von Sudir zu finden. Und mit dem Priester dort über die Stiefel. Ja, das machen wir. Karte, da müssen wir hin. Reisen wir nach Kayatatatatatatatata. Ratata. Kayata. Ta. Ta. Sehr a Gegners. Oh, starke Gegner. Fick dich! Pferd! Ich bin heute schreckhaft ein bisschen.
Scheiße. Ist mir schwindelig. Boah. Ich glaube, das kommt von der Müdigkeit. Boah, Alter, Schäde. Huhu. Boah, ist mich. Boah. Schattenstuhl ist bewusstlos. Nee, nicht schlimm. Okay. Huhu. Nur mal kurz auf einer Pause hier.